Salut Pilot! Willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Nachdem wir uns in der letzten Folge dieser Reihe, die schon eine ganze Weile her ist, 7 Monate um genau zu sein, mit dem perfekten Hangar für den FFA-Modus beschäftigt hatten, ich muss by the way mal schauen, ob das Video eigentlich noch up-to-date ist, da Mech Arena ja sehr schnelllebig geworden ist, beschäftigen wir uns heute mit dem perfekten CPC, also Kontrollpunkt-Konflikt-Hangar. Auf was es in diesem Modus ankommt und was ihr mitnehmen solltet, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, bevor wir nun zu den Mechs kommen, die ihr im CPC am besten einsetzen solltet, müssen wir uns erstmal den Modus selbst ansehen und verstehen, wie er funktioniert und worauf es ankommt. Beim CPC, also dem Kontrollpunkt Konflikt, sind 2 Dinge essentiell: Geschwindigkeit und Panzerung. Bei diesem Modus geht es darum, zwischen 3 und 5 Kontrollpunkte einzunehmen und sie anschließend zu halten. Je mehr Kontrollpunkte ihr kontrolliert, desto schneller steigt eure Punktzahl. Könnt ihr eine Mehrzahl an Kontrollpunkten halten, bis euer Zähler die 100 erreicht, habt ihr die Runde gewonnen. Alternativ könnt ihr die Runde auch gewinnen, indem ihr alle Mechs des Gegners vernichtet. Es gibt wohl keinen anderen Modus, bei dem so sehr auf die Auswahl der Mechs geachtet werden muss, die man spielt, wie im Kontrollpunkt Konflikt. Ihr seht also, wir brauchen schnelle Mechs, die Kontrollpunkte fix erreichen, und wir brauchen robuste Mechs, die diese Kontrollpunkte anschließend auch halten können. Die perfekte Balance hierfür besteht darin, 2 gut gepanzerte Mechs mitzunehmen, die die Kontrollpunkte verteidigen, und 3 schnelle Mechs an den Start zu bringen, die die Kontrollpunkte einnehmen. Glücklicherweise gibt es sogar 2 Mechs, die die Vorteile von Agilität und Panzerung in sich vereinen, und mit denen fangen wir an. Der erste Mech, den wir also mitnehmen, ist der Vortex. Der Vortex ist ein Panzer, der weit über 300.000 Lebenspunkte sein eigen nennen kann, und er verfügt über eine Fähigkeit, die ihn perfekt für Einsätze im CPC macht. Diese Fähigkeit nennt sich Nanobotfeld und funktioniert so. Aktiviert der Vortex das Nanobotfeld, verdoppelt er seine Geschwindigkeit. Grundsätzlich ist der Vortex sehr langsam mit nur 18 km/h. Da sich seine Geschwindigkeit allerdings bei aktivierter Fähigkeit verdoppelt, brettert dieses Riesenungetüm von einem Mech für einige Sekunden mit 36 km/h über die Map. Das ist fast so schnell wie ein Eclipse. Das bedeutet, er kann nicht nur bereits eingenommene Kontrollpunkte effektiv verteidigen, er kann auch sehr schnell von A nach B kommen und dementsprechend auch Kontrollpunkte einnehmen. Ein weiterer vorteilhafter Aspekt seines Nanobotfeldes ist die Tatsache, dass der Schaden, den er selbst und verbündete Mechs, die sich innerhalb des Feldes aufhalten, halbiert wird, was ihn nochmal um ein gutes Stück robuster macht. Kombiniert man diesen Mech im Team dann auch noch mit einem Surge oder Bastion als Flügelmann, ist das eine Kombination, die schon echt schwer aus dem Weg zu schaffen ist. Vortex spielt ihr am besten mit einer Stormrack. Man kann auch die Railgun oder die Minigun draufpacken, aber so wirklich effektiv performt er eigentlich nur mit der Stormrack. Der 2. Slot geht an den Nomad. Ebenfalls ein absolutes Must-Have in jedem CPC-Hangar und darüber hinaus wie Vortex auch ein Mech, der den Vorteil von Geschwindigkeit und Panzerung in sich vereint. Der Nomad ist ein recht schneller Mech, der dank seiner Fähigkeit Kettensprint in kurzer Zeit weite Distanzen zurücklegen kann. Er eignet sich dadurch also hervorragend dafür, Kontrollpunkte schnell einzunehmen und sehr schnell zu intervenieren, wenn irgendwo Not am Mann ist. Eigentlich wäre der Nomad ein eher mittelmäßig gepanzerter Mech, den man mit der doppelten EM Rival 12 easy vom Feld pusten könnte, wäre da nicht dieser kleine Teilaspekt seines Kettensprints, der besagt, dass der Nomad, wenn er einen Dash vollzogen und dabei einen Gegenstand oder sogar einen gegnerischen Mech getroffen hat, für einige Sekunden 60% des Damage absorbiert, der ihn eigentlich treffen sollte. Das heißt, direkt nach einem Dash juckt es ihn für einige Sekunden überhaupt nicht, von was er getroffen wird, da jeglicher Beschuss innerhalb dieses Zeitraums kaum Schaden macht. Und dieser Fakt befähigt Nomad, nebst dem schnellen Einnehmen von Kontrollpunkten, auch dazu, sie anschließend effektiv zu verteidigen. Und deshalb darf der Mech auf keinen Fall ausgelassen werden, wenn es darum geht, sich einen CPC-Hangar zu bauen. Gespielt wird er Nomad entweder mit der Railgun 12 oder mit der Ambergun 12.
Slot Nummer 3 geht an den nach wie vor besten Mech im Spiel, den Eclipse. Ich persönlich spiele den Eclipse eigentlich in allen Spielmodi gerne mit der Amber Gun 12 als Nahkämpfer, da er aufgrund seiner Fähigkeit Tarnumhang oft für eine Überraschung gut ist. Im CPC sollte man ihn allerdings nicht als Nahkämpfer einsetzen. Dennoch, er eignet sich aufgrund seiner Fähigkeit nicht nur dafür, Kontrollpunkte schnell einzunehmen, sondern auch um sie anschließend zu halten. Das funktioniert bei ihm in diesem Modus allerdings nicht so gut aus der Nähe. Im Nahkampf, insbesondere wenn ihr in Mehrspielerteams gegeneinander antretet, würde er einen Konflikt nicht lange überleben. Seine Fähigkeit Tarnumhang lässt den Eclipse schneller laufen, sich schneller bewegen, also er ist agiler, er kann nicht von Debuffs getroffen werden und er kann auch nicht von zielsuchenden Waffen oder Mechs wie Seeker angepeilt werden. Und last but not least, er ist wesentlich schwerer mit einer Sniper zu treffen, während er sich im Tarnmodus befindet. Diese Umstände sorgen dafür, dass sich der Eclipse perfekt eignet, bereits eingenommene Kontrollpunkte als Sniper aus der Entfernung zu sichern. Daher spielen wir ihn am besten mit einer EM-Rival-Kombo. Oder meinetwegen mit Railguns, wenn man nichts anderes hat. Der nächste Slot geht an Surge. Er ist in der Regel der Mech, den man zu Beginn der Runde einsetzt, um den zentralen Kontrollpunkt einzunehmen. Wie Nomad auch, verfügt er dank seiner Fähigkeit Storm Dash über die Fähigkeit, binnen kurzer Zeit weite Distanzen zu überwinden. In der Regel überlebt ihr mit dem Mech nicht besonders lange, da er leider nicht sonderlich gut gepanzert ist. Solange es allerdings vorher schafft, den Kontrollpunkt einzunehmen, ist das vollkommen in Ordnung. Solltet ihr allerdings überleben, ist das umso besser. Denn wenn ihr gut im Umgang mit Surge seid, habt ihr nun die Möglichkeit, den eingenommenen Kontrollpunkt trotz seines Mangels an Lebenspunkten zu verteidigen. Denn der Surge verfügt über einen EMP-Debuff, der am Ende seines Sturmsprints ausgelöst wird und sämtliche feindliche Mechs im Umkreis von 15 Metern einfriert. Dieser Radius kann übrigens auch noch mit einem Implantat erweitert werden. Wenn ihr diesen Mech also intelligent nutzt, auf den richtigen Moment wartet und eure Gegner dann aus dem Hinterhalt andasht, könnt ihr dem gegnerischen Team sauber eins auswischen, wenn sie versuchen, euch einen Kontrollpunkt abzuluxen. Am besten spielt man den Surge mit der Railgun 12 oder der Ambergun 12. Zur Not tut's auch die Fragment Gun. Aber was nehmen wir nun für den letzten Slot? Das kommt ganz drauf an. Wenn man im Team spielt, und dieser Modus ist ein reiner Teamspielermodus, sollte zum Beispiel immer eine Artillerie vorhanden sein. In dem Fall empfiehlt sich zum Beispiel Killshot oder etwas anderes Schnelles. Ein bis zwei Seeker sollten in einem Team auch nicht fehlen, um intervenieren zu können, sollte doch mal ein Kontrollpunkt von Gegnern eingenommen werden. Bei der Besetzung des letzten Slots habe ich mir echt schwer getan, da es einfach viele Mechs gibt, die im CPC gut performen. Ich komme nach langem Hin und Her zu dem Schluss, dass Lacewing den letzten Slot bekommen soll. Den Vorteil, den Lacewing hat, ist der, dass er über seine Fähigkeit Minensprung Positionen erreicht, die für andere Mechs unerreichbar sind. So kann er das gesamte Feld von einer erhöhten Position aus abdecken. Auch ein Seeker kann nicht hinter ihn teleportieren. Das heißt, naja, doch kann er schon, aber halt nicht aufs Dach, sondern halt vor das Gebäude, auf dem der Lacewing steht. Auch kann der Lacewing mit einem Sprung sehr leicht den Beschuss eines Seekers entkommen, indem er im Moment des Teleports einfach hoch und dann nach hinten springt und sich somit hinter den feindlichen Seeker setzt. Und bis der begriffen hat, was passiert ist, ist er auch schon wieder weg. Selbst Helix ist oft gar nicht so schlimm für den Lacewing, wie ich ursprünglich dachte. Wird man mit Lacewing von Helix beschossen, lässt man sich einfach vom Dach hinter das Gebäude fallen und die Helix schlagen im Haus und nicht auf dem Lacewing ein. Natürlich muss man diesen Mech spielen können, um ihn so effektiv zu nutzen. Aber ich muss doch feststellen, dass dieser Mech wesentlich spielentscheidender sein kann, als ich ursprünglich dachte. Am besten spielt man ihn mit Railgun, EM-Rival oder Stormrack. Ja, das ist mein persönlicher perfekter CPC-Hangar. Natürlich kann man ihn auch anders bauen. Es gibt eine Vielzahl an Mechs, die wirklich gut im CPC sind. Bastion, Aegis und so weiter und so fort. Das ist also nur meine Variante und nicht das Evangelium. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie euer perfekter CPC-Hangar aussieht. Wir sehen uns zu einem weiteren Video. Und bis dahin, macht's gut und macht sie fertig.